Asana a day keeps the doctor away. Der Lotussitz. Für den Lotussitz nehmen wir ein Bein auf dem Oberschenkel. Es ist so eine Art halber Lotus. Jetzt kann ich das so lassen, kann mal spüren, was das macht. Oft sind dann Spannungen im Sprunggelenk, auch ziemlich starke Spannungen. Ja, viele können ja auch nicht auf den Fersen sitzen, weil sie hier vorne so starke Spannungen spüren. Das könnte ich jetzt einfach mal so lassen, könnte hier mein Knie ein bisschen bewegen, würde ich gleichzeitig meinem Hüftgelenk einen Gefallen tun. Ja, und dann kann ich das Ganze wechseln, mache das einmal anders herum. Spüre auch hier die Spannungen. Ja, viele nutzen das ja als klassische Meditationsposition, wobei das Yoga keine Situation der Nicht-Meditation kennt, das sei mir dazu gesagt. Das Asana ist ja der Umgang mit dem Körper. Und dieser Umgang ist ein meditativer. Es ist ein Nachdenken, Nachsinnen über dich selbst und dein physisches Sein. Das bedeutet, auch jetzt ist es meine Aufgabe, hier hineinzufühlen, Spannungen wahrzunehmen, Möglichkeiten, Freiräume zu schaffen, mich zu konzentrieren, wahrzunehmen und anzunehmen, nicht verändern zu wollen, sondern einfach zu beobachten. Und aus der Beobachtung heraus passiert dann etwas, denn wenn du unbeweglich bist, dich schwer tust, du warst es nicht immer. Deine Entscheidungen, deine Erfahrungen haben genau das aus dir gemacht im Laufe deines Lebens. Du hast dich für einen strengen Weg entschieden, du hast dich für Herausforderungen entschieden, hast sie angenommen und hast sie mit Stärke, Festigkeit, Abwehr wahrscheinlich auch gemeistert. Ja, und diese Festigkeiten, diese Stärken, diese Abwehr, die manifestieren sich auch in deinem Körper. So, wenn du das mal so geübt hast, dann kannst du dein zweites Bein mal hier so ein bisschen nehmen, wieder legen, nehmen, wieder ablegen. Ja, weil Ziel wäre es dann, es hier hochzuführen. Und dann auch hier, jetzt ist es hier hinten ein bisschen leichter, wenn ich mit meinem Oberkörper weiter hinten bleibe und wenn ich weiter vorkomme. So, dann habe ich wieder mehr Belastung auf meinen Sprunggelenken, die wunderbar gedehnt sein sollten, frei sein sollten, Sprunggelenke, wir waren gerade eben bei Flexibilität, da bin ich noch nicht ganz fertig, haben einiges damit zu tun. So, und jetzt könnte ich halt mal anfangen, hier meinen Bauch so ein bisschen einzurollen, meinen Bauchnabel nach innen zu ziehen, dann werde ich so ein bisschen kleiner, dann könnte ich ihn wieder nach vorn schieben, nach innen, nach vorn, das wäre jetzt wunderbar für die Lendenwirbelsäule. Also dadurch etwas Unabhängigkeit generiert, biomechanisch, also rein biomechanischer Prozess oder auch biosensorisch, ja, passiert in unseren Gyrus Prä und Gyrus Post Zentralis, also hier oben im Gehirn, also kleine Gyren, ja, Gyrus ist eigentlich so eine Wurst, ja, so eine Wellung, so eine Gehirnwelle. Ja, zwischen den Gyri sind die Sulci, das sind kleine Einbuchtungen, kleine Täler, ja, dann nennen wir Gyrus Erhebung, Berg. Na, und dieser Sulcus centralis ist recht zentral, das kann man nehmen zur Orientierung am Gehirn. Der Prä, also vor und einmal dahinter, sind einmal das sensorische und das primär motorische, also primär sensorisch und primär motorisches Rindenfeld. Und es ist recht wichtig, dass wir eine saubere Bewegungslehre haben, unseren Körper wahrnehmen, dreidimensional im Raum bewegen können. Ja, und so kannst du das mit jedem Asana gestalten.
nämlich kindlich, spielend, erfahrend, spiele das Asana. Also wie ich jetzt hier, na, komm ein bisschen nach hinten, ein bisschen nach vorn, na, spüre in mich hinein, reflektiere, nehme meine Hüfte wahr und suche mir jetzt die Stellung, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass das meiste zu entdecken gilt. Das wäre jetzt bei mir hier und da bleibe ich und entdecke. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was verändert sich? Verändert sich was? Wird sich was verändern? Was tut sich da? Kommen irgendwelche Bilder hoch, irgendwelche Emotionen? Und das ist die Reise des Asana. Erfahre dich selbst und deinen Körper. Und dann kehrt Ruhe ein in dir und Zufriedenheit. Das ist so die Kunst des Lotus, die Ruhe, die Gesetztheit, die Verbindung mit der Erde, der Lotus, deine tiefgehende Wurzel, deinen langen Weg zur Wasseroberfläche oftmals, aber er vertraut immer darauf, ihn zu finden, diesen Weg nach oben. Und so solltest auch du darauf vertrauen, immer deinen Weg zu finden. Nicht unbedingt gerade und straight mit Anspannung, sondern vielleicht auch wie ein Fluss, sanft fließend. Und was machen unsere Flüsse? Sie nehmen ihren Lauf. Und selten tun sie das mit Anspannung und Anstrengung, denn meistens fließen sie sanft um irgendwelche Klippen. Und stückchenweise bahnen sie sich so ihren Weg, gemütlich, doch kontinuierlich. So wünsche ich es auch dir. Viel Spaß damit.